Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Yo-Kai Watch. Ja, wuhu. Wir sind der beste Yo-Kai Watch Trainer der Welt und wir reden mit diesem Schüler, der aussieht wie ein älterer Mann eigentlich oder halt ein Gentleman. Mal sehen, ob man uns nach die Schlimme was noch. Du kaufst aber wirklich viel, meinst du nicht? Haja, ich soll ein paar Sachen für Freunde mitbringen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Manchmal will ich ja, aber dann lächelt sie mich an. Es ist ein Schwächling ohne Rückgrat. Ich glaube, sie steht auf Männlichkeit. Ob ich meinen Charakter ändern kann? Kann ich irgendwie männlicher und weniger schwächlicher werden? Weiß ich nicht. Dieser Tipp musst du wohl Nein zu letzten Leuten Nein sagen können. Nix da kann ihnen dabei sicherlich behelfen sein. Du findest nichts da im Gras in Lenzhausen Dorf. Sag einfach nicht. Hab ich nicht nix da? Wo hat dieser Junge wohl seine Würde gelassen? Wir brauchen nix da. Okay, ich hab gedacht, ich hab nix da schon. Nix da, wix da, nix da. So. Was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Baustelle soll ich erst in der Nacht hin? Ich frage, ob ich jetzt erstmal sag, hey, komm, ich gucke mich hier um. Oder ich sag, ich forsche. Wir gehen jetzt mal zur Baustelle, gucken, was die Baustelle sagt. Hier komme ich gar nicht rein. Das ist ein Watch-Siegel easy. Du kannst mit deinem aktuellen Watch die Tür nicht öffnen. Du musst dein Watch zumindest auf Frank zählen, weil rund um die Uhr kann es so herblutig bei der Weiter. Dafür machen wir uns auf den Weg zu rund um die Uhr drüben und Blütenbühl. Ah, ich komme da gar nicht. Ich muss erst so rund um die Uhr. Ah. Brauche auf jeden Fall eine bessere Watch-Rang. Das ist natürlich bitter. Boah, der hat mich überfahren. Überfahren hat er mich. Ach ja. Rund um die Uhr. Ich weiß schon. Ah, Krämerfälle sind ja gar nicht bei Dings. Müssen da hochfahren. Wir können auch ein bisschen trainieren. Noch ein paar Nebenmissionen machen. Das läuft doch alles wie geschmiert. So, da kann ich rüberfahren. Das macht nix. So. Gucken wir, ob wir unsere Watchrang. Hey. Oh, hallo. Ich habe mir gedacht, dass du bald zurückkommst. Und da bist du. Du willst mich mit einem starken Yo-Kai anfreunden, nicht wahr? Genau. Können Sie meinen Yo-Kai Watch nochmal stärker machen? Na klar, wir können auch eine Menge mit deinem Yo-Kai Watch anstellen. Ich habe auch alles Material vorher. Ich kann sofort mit anfangen. Kann ich dich aber noch um etwas bitten? Natürlich. Sagen Sie nicht, Sie haben wieder Ihre Glücksunterwäsche verloren. Sagen Sie bitte nicht, dass dem so ist. Ich habe nichts verloren. Ich muss nur sicher gehen, dass du stark genug bist. Stark genug? Diese Uhr aufzurüsten ist kein Kinderspiel, weißt du? Ich möchte sicher gehen, dass deine neuen Freunde dich überwältigen. Je höher dein Rang ist, desto härtere Zeiten wirst du erleben. Ach ja, natürlich. Also dann, was sollen wir machen? Es ist nichts Kompliziertes. Du sollst nur die drei Freunde Yokai besiegen. Sie halten sich alle drei in der Innenstadt auf. Beginne mit Spansel. Du findest ihn in der Abkürzung zur Paukstätte. Weiter geht es mit Argwoni. Er ist in der Gasse hinter der Bar. Schneefee. Als drittes noch René und Toni. Er ist in der Anlieferungsbucht südlich der Spielhalle. Sobald alle drei Besieger kommen, wir sind zurück. Ich werde deine Yokai Watch im Handumdrehen aufrüsten. Also, das klingt ziemlich zumutbar. Ich bin sicher, wir schaffen das. Schnappen wir uns diese Yokai. Rang C, Wagnis. Okay, das ist natürlich übel. Hallo, hast du kurz Zeit? Ich könnte Hilfe bei einer Ermittlung gebrauchen. Danke, also hättest du irgendjemanden Verdächtigen in der Gegend gesehen? Oh je, was ist passiert? Nein, nichts. In letzter Zeit gab es nämlich viele Einbrüche. Ich gebe dir einen guten Rat, schließ deine Türen ab. Ich meine, so ein Bruch ist für mich genug. Aber die Leute hier waren in letzter Zeit viel zu unvorsichtig. Die meisten Opfer sind ausgegangen, ohne die Tür abzuschließen. Damit lädt man die Einbrecher geradezu ein. Die Leute vergessen, ihre Türen abzuschließen? Könnte es sein. Ich glaube, das übertritt in diesem Fall ein Yokai. Um genau zu sein, sind nach meiner Schätzung drei Yokai derselben Art. Lass uns mal bei den Hauseingängen hier nach Yokai suchen. Schließ ab. Ja, ist doch einer. Na? Pfannes. Was? Pfannes gefunden. Was macht ihr da? Also dann, die Türen sind noch offen. Gehen wir zum nächsten Haus. Dieses Haus ist unverschlossen. Wir sollten uns um diesen Yokai kümmern. Ah, okay. Dann. Sag es. Was soll ich sagen? Und zack! Angriff! Attacke! Mit spitzer Stocher!
Boom. Guter Damage, hey. Zack. Okay, der erste ist down. Na komm, krieg ich den? Ja, geht doch. Oh, aber jetzt macht ihr noch kaputt. Zack. Und pam. Geht doch. So einfach. Gewonnen. Ja. Erfahrungspunkte und sonst nichts. Das war Nummer 1. Irgendwo nochmal? Ah, jetzt muss ich suchen, hä? Irgendwo hier war doch was. Hier irgendwo ist was. Hä? Da drüben? Da wo? Ist halt... Hä? Ah, hier. Da ist der zweite Pfannes. Drei sind's an der Zahl, hä? Bam! Hab dich! Dich gefunden. Pfannes gefunden. Ha, ich bin ja sorglos, dein Haus ist schutzlos. Er singt einfach ein Lied, vollkommen respektlos, für eine Belästigung. Schnell, schnapp ihn, ihr Sterbsichung lautet hier die Wiese. Nein! Angriff! Haut sie kaputt, komm. Mach mal einmal eine Kopfnuss. Na komm, einmal eine Kopfnuss geht. Zack, aufgeladen und... Dösema, mach dein Kopfnussknall. Bam! Patsch! Erstes weg. Oh, der eine macht die gleiche Attacke wie ich. Ich bin schneller, oder? Oh nein! Wer darf das? Das ist Pizzastocher. Ich. Oder? Oder was er? Ich. Okay. Gestoppt. Den habe ich gestoppt. Oh, armer Kerl. Zack! Der blockt der. Heilung ist immer gut. Pam! Ha! Erwischt! Sag es! Und tschüss! Gewonnen! Ja! Erfahrungspunkte! Uhu! Das war Nummer 2. Und wo ist Nummer 3? Wird ja irgendwo hier sein, oder nicht? Wo ist Nummer 3? Hä? Wo soll Nummer 3 sein? Wie gemein! Es fehlt einer. Ein paar Sekunden später. Hier ist aber nix. Hm. Hier hinten ist auch nix. Der dritte Camper. Hier hinten ist auch nix. Hm. Ein paar Sekunden später. Ah, nein, ich wollte doch nicht mit reden. Nein, bitte nicht. Ich hab hier. Okay. Ich kann ja nur noch vermuten. Weiter oben. Nur die Frage, wo? Wo der dritte ist? Wo ist der dritte kleine Yokai? 6,5 Stunden später. Krass. Steckt sich echt so krass. Aber er sagt doch in der Nähe. Deswegen. Glaube ich nicht, dass es hier irgendwo ist. Okay. Den kann ich es mir nicht glauben. Gemein. Gemein gefährlich. Und da sind überall Mauern. Ha. Wo könnte der gemeine Kerle sein? Inzwischen. Hier drüben? Ja, aber es sind alles nur... Hier irgendwo. Hä? Ah, da wollte ich doch gar nicht rein. Nein. Hm.
Wo ist die... Ist der hier drin? Das ist aber ein anderer Yokai, oder? Hier ist gar kein Yokai. Okay. Ich kann vielleicht das Ding fangen. Na? Was Seltenes. Okay, ist halt... Gelb. Grüne Zikade. Oh, grün. Okay, hier gibt's nichts mehr. Tschüss. Ah, hier ist was. Ah, da ist er. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Zack. Hab dich. Du gemeiner Kerl. Fan es gefunden. Was soll es denn? Bringt mir nichts dazu, euch Sorglos zu machen. Ich lege einfach mein Portemonnaie auf die Straße und hoffe, jemand stiehlt es. Nur, dass ich gar keine Portemonnaie habe, Hinterhütchen. Tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Mir geht es gut. Kämpfen wir. Dann darf hier Chimbanjan wieder mal verhauen. Tatzen des Zorns. Zack. Erstes Down. Adrenalin. Pam. Oh, die haben voll Damage zu dritt. Autsch. Hör doch auf. Autsch. Zack. Meiner Kamera macht übelst den Damage. Easy. Erfahrungspunkte und ein Level Up für Chimbanjan. Zack. Meinst du die drei? Wunderbar, die Aura hier ist verschwunden. Fragen wir den Polizisten, wie die Dinge stehen. Gemein, gemein. Hey, du bist das Kind vorhin und du hörst das hier an. Die Hauseigentümer in der Gegend sind gerade alle auf einmal heimgekommen. Sie haben alle ihre Türen abgeschlossen und sind wieder gefangen. Sie müssen alle zur selben Zeit bemerkt haben, dass ihre Türen offen waren. Verrückt. Die Diebstähle erscheinen vorbei zu sein, also kann ich mir wieder auf Streife gehen. Wenn wir die eigentlichen Diebe fänden, wäre es noch besser. Aber das ist wohl die Sache der Polizei. Ich denke, dann sind wir hier fertig. Gut gemacht. Abgeschossen. Und Erfahrungspunkte. Ja. 247. Krass. Besser blocken. Und eine Bonusszene. Oh. Oh, armer Kerl. So. Ja, wir machen ja ganz schön gut die Nebenquests. Da oben, der eine möchte, dass ich doch drei solche speziellen Dinger besiege. Das welche, was will er? Helmchen, genau. Helmchen, die sind hier hinten drin. Helmchen, da werde ich jetzt Helmchen besiegen gehen. Wenn es sein muss. Ey, da liegt was. Ja, Bambussprosse. Da liegt nochmal was. Bambussprosse. So. Dann. Helmchen. Welche sind Helmchen? Das ist Petzmeralda. Das ist das auch kein Helmchen, oder? Ah, da komme ich eh nicht rein. Das ist Schnuffel? Schnuffel, Schnuffel. Das ist... Ist das Helmchen? Nein, das ist keine... Ist das Helmchen? Ich weiß es nicht. Autschi. Autschi und Pannes. Ja. Wenn es sein muss. Aber es sind leider nicht die. Okay, da brauche ich nicht groß kämpfen. Kieselstein, hör doch auf! Pam! Und muss ich echt? Nö, du kannst doch chillen. Macht nix. Ich möchte halt nicht meine Ulysel aufgeben für die. Zack! Tschüss! Pam! Jetzt hau ich rumkommen. Zack! Pam! Und umgefallen. Hämmchen. Ein paar Erfahrungspunkte. Kleine Kugel und so. Eine Kugel ist schon praktisch. Die Frage ist eher... Hämmchen. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Wer sind die Hämmchen? Sind nämlich auch keine Helmchen, so wie das aussieht. Wie komme ich da drüben rein? Wahrscheinlich nur, wenn ich... Nein, das war auch kein Helmchen.
Lass mich. Oder bist du ein Helmchen? Will nicht. Nee, bist auch kein Helm. Okay, weiß für sich, wo die sind. Die Helmchen, die kriege ich wahrscheinlich nur, wenn ich den einen Weg da frei habe. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Egal, spitzer Stocher. Hau sie weg. Triple Kill! Und Erfahrungspunkte für mich. Tja. So einfach geht das. Okay, dann halt nicht. Ah, hier waren wir ja schon. Okay, wenn ich kein Helmchen holen darf, dann halt nicht. Ich denke mal, das ist wirklich, wie die Tür drinnen sein wird oder die S-Tür. Deswegen werde ich die nicht so schnell finden. Oder ist die Helmchen? Hier. Ah, hier kann ich Dings fangen. Heuschrecken. Nein! Nein! Lass, bleib stehen. No! Den kriege ich wenigstens. Hä? Zack! Langkopfheuschrecke. Ist da jetzt ein Yokai? Oder warum ist hier? Ist da noch was? Der sagt mir nichts, dass hier fertig ist. Okay, dann halt nicht. Hier soll ein Yokai sein. Hier. Fühlst du dich auch eines Yokai? Nee, das ist kein Helmchen. Den will ich nicht. Hätte ja sein können. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich muss auf jeden Fall 3 Yokais töten. Oh. 3 Yokais. 3 spezielle Yokais. So. Bam, 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 bam. Schickt er mich jetzt wieder zur Baustelle? Der Herr? Nee, der schickt mich zu den Yokais, wo ich kämpfen muss. Oder? Nee, der schickt mich doch zur Baustelle. Okay. Oder? Bin ich jetzt verwirrt? Bin verwirrt. Verwirrt bin ich. Ist doch jetzt die Baustelle oder was macht er? Die Baustelle. Okay. Dann. Okay. Da will ich aber gar nicht hin. Nix Baustelle. Heute nicht. Kann ich eh nicht hin. Ich brauche jetzt speziell. So, jetzt gehen wir erstmal ins Inventar. So. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Essen, Items. Erfahrungspunkte geben die. Okay, wird grob. Wird sanft. Das sind kurzzeitige Sachen, ne? Wird verrückt, wird logisch. Joghurt vor sich wird gemein. Okay, was haben wir da noch? Tiere, Ausrüstung. Stärke, Tempo. Kriegt du sie mal. So. Abwehr plus 10, Geist minus 5. Okay. Wer hält viel aus? Kriegt Pfannes. Erhöht Wasserstärke. Schwächt Wasserabwehr. Okay, Wanderkappa kriegt den Ring. Okay. Tempo plus 18. Was? Tempo. Aber sonst nichts Besonderes. Sonst alles nur Käse. Voll übel. Fusion möglich. Was? Keine Fusion. Dann halt. So, dann aber. Quests. Okay. So, ich brauche Rang C Wagnis. Sie reißt Snaps-Abkürzung zur Paukstätte. Agoni Bar Schneefee und Trennis unter Anlieferbucht. Karte. Ja, schön. Haha. Wie soll ich die Plätze finden? Das wird ja voll schwer.
Alter. Ohne irgendwie zu zeigen, dahin musst du, genau dahin. Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich selber wissen, wo die Orte sind, oder was? Oh nee. Okay, meine Freunde, aber das werden wir dann im nächsten Part tun, wenn wir es vielleicht irgendwann schaffen. Dann bis zum nächsten Part. Ciao.